Hallöchen, liebe Deutschlernende. Seid ihr heute auch so frisch und munter wie ich? Na, dann kann es ja losgehen. Und zwar ist das Thema für heute, dass wir mehr können, als wir denken. Ja? Beziehungsweise, dass wir unglaubliche Ressourcen in uns haben. Und das wissen wir, weil diese Ressourcen freigelegt werden. Ja? Wir bekommen diese Ressourcen mindestens bei zwei Ereignissen. Und zwar, wenn es um Liebe geht und wenn es um Gefahr bzw. Not geht. Ja? Also wir haben bestimmt alle von Geschichten gehört, wie Menschen ganze Autos hochgehoben haben, um Menschen zu retten, die unter den Autos lagen. Ja? In solch einer Gefahr, in solch einer Not, wenn es wirklich darum geht, Menschenleben zu retten, dann entwickeln wir unglaubliche Kräfte in uns drin. Ja? Und dann kann wirklich, selbst wenn ich nicht viel Muskeln habe, ja so ein bisschen Muskeln habe ich, ne? Aber selbst wenn ich keine Muskeln habe, kann ich trotzdem ein ganzes Auto hochheben. Ja, du kannst ein ganzes Auto hochheben, wenn unter dem Auto Menschen sind, die du liebst. Ja? Oder eventuell auch Menschen, die du gar nicht kennst. Ja? Einfach aus deiner Liebe für die Menschheit heraus kannst du das schaffen. Ja? Und das ist ganz, das finde ich ganz faszinierend. Und die zweite Möglichkeit oder die zweite Sache, die es gibt, wo wir auch sehr viel innere Ressourcen freisetzen, ist, wenn es um Liebe geht. Ja? Also ich bin vielleicht ganz schüchtern, ich traue mich nicht so viel, aber dann bin ich auf einer Party und da ist ein Mädchen, da ist eine Frau, die ich sehr süß finde. Und obwohl ich nicht so schüchtern bin, aber weil ich wirklich sehr gerne mit der Frau sprechen will, dann traue ich mich, dann bekomme ich diesen Mut. Ja? Also ganz generell auch, wenn ich die Liebe von jemandem gewinnen möchte, dann werden ganz viele Ressourcen freigesetzt. Ja? Und auch generell, wenn ich das sehr mag oder sehr eine Sache sehr mag, ja, ein Hobby, dann werden auch ganz viele Ressourcen freigesetzt. Ja? Ich entschuldige mich für den Wind, der ist heute ziemlich stark. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wenn wir ein Hobby haben, dann schaffen wir oft viel, viel mehr, als wenn wir etwas nicht so gerne mögen. Ja? Das ist einfach, weil es uns gefällt, ja? Weil es wirklich uns sehr am Herzen liegt, machen wir diese Ressourcen frei. Ja? Und das ist echt ganz fantastisch. Ja? Also nochmal zur Zusammenfassung. Also ich denke wirklich, wir kriegen sehr viel Energie, wenn wir einmal in Not sind. Ja? Oder Gefahr besteht, ja? Oder wenn es um Liebe geht. Ja? Und zum Ersten gibt es ja auch noch das Beispiel von Eltern, die wirklich sehr viel schaffen, um ihre Kinder aus irgendwo zu retten. Ja? Vielleicht ist das Kind verschüttet und 10 Männer versuchen einen Balken zum Beispiel, 10 Männer versuchen einen Balken hochzuheben, weil das Kind darunter ist und sie schaffen es nicht. Und dann kommt die Mutter und die Mutter kann den Balken hochheben, weil es ihr Kind ist. Ja? Und es gibt viele solche Beispiele und ich merke das auch an mir selbst, so je mehr
ich von etwas begeistert bin, ja, je begeisterter ich bin, desto mehr Energie bekomme ich und desto mehr Kraft und desto mehr Kreativität auch, ja. Und ich denke, du hast das bestimmt in deinem Leben auch mitbekommen, ja, also das kennst du bestimmt total gut, dass wenn du etwas magst, dann bist du voll dabei, wenn du etwas nicht magst, dann hast du, dann fällt es dir nicht so leicht, ja, und ja, das ist die inspirierende Botschaft für heute. Ich hoffe, du fandest es nützlich, oder ich hoffe, dass du zumindest jetzt mit voller Energie in den Tag startest oder mit voller Energie deinen Tag, den Rest des Tages verbringst. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!